zurück, Leute. Obala, meine Stimme. Bei Super Mario 64. Im letzten Part waren wir, glaube ich, nicht so erfolgreich. Wir sammeln jetzt in der Wüste die 100 Münzen. Und ja. Ich dachte gerade, meine Thermoskanne ist kaputt, weil kein Tee rauskam. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe den Knopf noch gar nicht gedrückt. Oh Gott, ich bin so blöd. Nein! Sehr nett. Diesmal nehme ich den Panzer nicht. Habe ich gerade so beschlossen. Bombi, komm her. Ich will den Typ da besiegen. Mist. Wo sind da Münzen? Ja, als ob ich die holen würde. Ah. Noch welche gehört, aber keine mehr gesehen. Ja, wuhu, yippie! Und spring! Bestimmt geht gleich meine Mütze aus. Hol ich mir eine neue. Ich glaube, das macht da schon was aus, ob man die 8 roten Münzen einsammelt oder nicht. Hallo Gaia. So. Mann, lass mich.
fallen würde. Oh yeah. Das war knapp. So, wo sind jetzt noch Münzen? Ist halt die Frage. Sieh mal eine an. Dich, ja, kann ich dich noch besiegen? Dich kann ich bestimmt besiegen. Komm her, ich will dich töten. Ich kämpfe jetzt mit dem Geier. Geier? Traust dich jetzt nicht mehr her, oder was? Hey, hier bin ich. Na komm, Tutsi, Tutsi. Komm her, du dämliche Arschgeier, hey. Ich treffe den auf jeden Fall. Es macht bedimm. Hallo, Geier. Geier? Komm her. Ich tu dir nichts. Ich versprech's. Komm. Was, für dich hab ich Angst, oder was? Ist ja unbesiegbar. Ich habe so langsam schon das Gefühl. Na gut, dann besiege ich jetzt noch den anderen großen Chibi. Da kriege ich ja auch noch 5 Münzen von dem. Au. Ich dachte, ich schaff's noch. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Ich hätte gleich hinterherlaufen müssen. Komm mit, Sandmann. Komm, Pokey. Ja. Könnte der Poké mal kommen? Poké! Komm, Poké! Wie mich mobbt? So, jetzt.
Jetzt haben wir 53 Münzen. Und wo soll ich jetzt noch welche herkriegen? In der Pyramide sind nicht so viele. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie viele in der Pyramide sind. Ich schau mal schnell nach. Weil ich habe echt keine Lust, es nochmal zu machen. Wir sehen uns gleich. Okay, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt in die Pyramide. Wuhu! Da muss es 64 Münzen geben. Und 58 und 64 ist mehr als 100. Passt. Also machen wir das. Oh, nicht in den Treibsand. Komm ich da so nicht mehr hoch? Na toll, wo muss ich jetzt hin? Also hier ist überall Treibsand, das finde ich gar nicht mal so cool. Würdest du bitte nicht gegen die Wand springen? Mario! Rainer? Was man nicht alles für eine Münze tut. Oh, hier ist nur Leben drin. Ich habe übrigens nicht auf die Uhr geguckt. Ich nehme einfach so lange auf, ich will. Bis ich hier die 100 Münzen habe und in der Lava lande. Das habe ich fest beschlossen. Ich kann nicht gegen Gumbas kämpfen, das ist schlimm. Na? Habe ich die? Gumba? Komm her. Warte mal. Habe ich den jemals mit eingesammelt? Nein, stimmt's? Wo sind sie? Wo sind sie? Die hatte ich das letzte Mal nicht, stimmt? Stimmt's? Dann hätte ich es doch letztes Mal schon gehabt. Nein, ich denke da jetzt besser nicht mehr drüber nach. Ich sammle jetzt einfach die restlichen Münzen und gut ist. Das wird das Klügste sein, das reg ich mich nur auf. Und. Münze? Aufregend ist in meiner derzeitigen Verfassung nicht gut für mich. Kennt ihr übrigens das Bild, wo die Freundin zu ihm sagt, er soll mal wachsen und erwachsen werden und er nimmt einen Pilz und einen grünen Pilz und sagt dann ja, und jetzt? Ich finde das voll gut. Dann liebt er doch noch. Nimmst du jetzt mal die Münze mit, danke. Mann, Mario. Sollte doch zu schaffen sein, oder? Ich hab echt Angst. Gumba! Gumba, hier bin ich! Siehst du mich? Komm her! Komm, Gumba! Komm! Komm ein bisschen weiter weg vom Abgrund. Oh Mann! Dummer blauer Schalter.
Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das sind die letzten vier. Oh Mann. Gib. Ja. Ja, ich könnte jetzt auch so aus dem Kurs rausgehen. Das Problem ist folgendes. Dann werde ich, glaube ich, wieder in die Eingangshalle geschmissen und muss wieder bis zum Keller laufen. Da habe ich keine Lust drauf. Dann hole ich einfach schnell den Stern da. Hi, Sparky. Doch nicht mal weit zu gehen, oder? Äußerst praktisch. Da sind noch so viele Münzen. Erst rechts hinten und vorne nicht und jetzt habe ich Münzen im Überfluss. Schlimm. Leistung. Yay. Ich glaube, es sind nur 23 Münzen im Vulkan. Let's go. Okay, das war knapp. So. Ich mache das wieder wie gehabt. Ich surfe hier ein bisschen rum. Und hole erstmal die, die ich so nicht mehr kriegen kann. Sagte sie und versuchte hier zwei zu kriegen, die sie immer kriegen kann. Aber ihr wisst schon, ja. Nein, nicht ehrlich jetzt. Dann gib mir wenigstens noch das Leben. Dam, dam, di, 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 di. Das hat jetzt nicht gesehen. Hä, wieso fehlt mir jetzt eine Münze? Oh Mann. Gib. Ich will voll sein. Voller Energie. Oh Mann, ey. 100 Münzen. Was für ein Schmarrn. Eigentlich könnte ich mir jemand dazu holen, nicht wahr? Aber jetzt nicht. Wie komisch seine Hose aussieht. Juhu! So. Let's go. Ich muss mich jetzt anstrengen. Was hier eigentlich müssen? Wow. Hallo Auge, siehst du mich? Scheiß auf das Leben da hinten.
Ja. Aber oft ist er nicht. Ich sehe übrigens nichts, das finde ich ziemlich kacke. Ihr könnt das folgen. Warum kriege ich hier eigentlich so viele Leben? Hallo, ich habe echt Angst. Kamera. Warum darf ich dich hier nicht drehen? Verdammt. So. Oh, die letzte. So. Jetzt haben wir noch ein paar. Und zwar bei euch. Ich weiß nicht, ob das sowas bringt. Kommen die ein Stück vorwärts? Oh, das stirbt jetzt. Deine Münze. Nee, auf Big Buddy habe ich jetzt keinen Bock. Wo waren jetzt die zweite Plattform mit Münzen noch? Hier irgendwo. Du willst also sterben. So. Hier hinten noch Münzen. Sieht nicht so aus. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Vulkan. Könntest du mal anhalten? Ich will diese eine Münze hier noch haben. Ja. So. Was für ein Stress, ey. Achso, nee, warte, hier muss ich sowieso hin. Dann gehe ich jetzt erstmal die restlichen Münzen hier noch einsammeln. Verbrenn mich bitte nicht. Zack! Und da haben wir die 100 Münzen! Eigentlich gar nicht so schwer. Ich weiß auch nicht, was die letzten Parts los war. Leute, wenn wir hier jetzt den letzten Stern noch holen, dann sind wir im Vulkan fertig. Also im ganzen Keller. Ja, der Keller heißt Vulkan. Ich wollte nämlich gar nicht. Das war kein Versprecher. Das war alles geplant. So, gewinne im Vulkan an Höhe. Da müssen wir mit dieser komischen Plattform hier fahren. Mit der Bollerbahn. Ich muss gerade meinen Pfefferminztee trinken. Weil
weil ich hocke jetzt schon mit einer Woche mit Erkältung da und irgendwann muss das ja mal besser werden. Ich finde, das ist übrigens richtiger Scheiß, hier hochzukommen. Angst. Das schafft doch auch nur ich, darunter zu fallen, oder? Also nochmal das Ganze. Ach, wir haben ja nichts zu tun. Ist doch schön. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Part ist. Aber ich habe mal mit beiden 100 Münzsternen mit 20 Minuten einfach gerechnet. Ob es jetzt wirklich 20 Minuten sind? Uff, keine Ahnung. So, ich nutze die Gunst der Stunde, um mir zwischenzeitlich frischen Tee einzuschenken, damit der dann nicht mehr so heiß ist. Warum darf ich nicht hinter mich? Die Kameraführung ist so doof. Konzentration. So. Oh, geschafft. Das heißt, wir haben hier alle Münzen. Ja, alle Münzen. Alle Sterne. Den grünen Schalterpalast. Den blauen Schalterpalast. Den grünen, ja, wir haben ja alles. Wir haben ja alles, wir können gehen. Aber nicht da lang. Sondern. Oder doch da lang? Was ist hier hinten, der Tod? Nein, hier ist der Ausgang. Ah, ich habe den Ausgang gefunden. Ich bin so stolz auf mich. Oh yeah. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lang der Part ist. Ich würde trotzdem sagen, im nächsten Part gehen wir hier durch diese Tür da. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!